Ich darf euch ganz herzlich zum letzten Talk für die 2008 Co-Talks E-Commerce begrüßen. Ich habe heute ein bisschen anderes Thema mitgebracht, mal nicht Performance, Microservices, sondern ein Thema, was mir am Herzen liegt, und zwar, wie gehe ich eigentlich als mittelständisches E-Commerce-Unternehmen im Backend mit Daten um? Deshalb habe ich erstmal ein bisschen den sperrigen Titel, wie digitalisiere ich in einem analogen Umfeld? Das mit der Katze, wer beim Vortrag bei Thomas war, das ist bei uns Standard auf der Startseite. Brauchte ich gar nicht vorher drüber nachzudenken. Erstmal will ich kurz uns vorstellen. Wir als Alphapet sind in Berlin, wenn man in München sitzt, als E-Commerce-Player immer nicht so bekannt. Wir sind ein E-Commerce-Player. In München 2011 und 2012 gestartet. Wir betreiben zwei Online-Shops, petspremium.de und hundeland.de. Und darüber hinaus entwickeln wir uns mehr zum digitalen Hersteller mit Brandbuilding für Online und Offline und in Kooperation mit Herstellern, die exklusiv mit uns zusammenarbeiten wollen und Digital Brandbuilding werden. Unsere Gründer sind Marco Hierling und Stefan Pfannmöller. Und wir haben von den netten Firmen, die hier auf der Slide aufgeführt werden, ein bisschen Venture-Kapital eingesammelt. Was mache ich in dem Laden? Ich bin der CTO. Ich habe das Tech-Team unter mir, also insgesamt vier Teams von 15 Leuten aus 7 Nationen, und wir entwickeln die beiden Shops weiter und wir entwickeln auch das Inhouse-ERP-System weiter, und deshalb beschäftige ich mich viel mit Daten, Prozessen und dergleichen. Was ist meine Motivation, wenn man sich die Tierbranche ansieht und dann mal vergleicht? Wo stehen wir da? Da ist so ungefähr 9% des Marktes ist online, der Rest ist offline. Das heißt, die hinkt ein bisschen den generellen oder den Leadern wie Fashion oder Elektronik hinterher. Und das, wenn man E-Commerce-Player in diesem Segment ist, merkt man das, wenn man mit Lieferanten, Großhandel, mit Herstellern redet, dann sind die nicht so weit, wie man das gerne hätte. Was bedeutet das konkret, wenn man da einkaufen will? Schickt man eher einen Fax, hatten wir heute auch in einem Talk. Wenn man mit dem Großhandel redet und sagt, hey, was habt ihr denn da so im Lager rumregen? Könnt ihr uns irgendwie irgendeine Form von API, selbst halt, sage ich mal, ein CSV auf dem FTP-Server, verstehe ich jetzt erstmal im weitesten Sinne als API, zur Verfügung stellen. Und da sieht man schon, das ist in dem Fall meistens sehr schwierig und die Datenqualität ist nicht immer gegeben. Womit eine unserer größeren Herausforderungen ist auch, was man bestellt, was dann geliefert wird und was man bestätigt wird, sind unterschiedliche Mengen, und dann muss man irgendwie das handeln, so auf ERP-Seite, und damit umgehen. Und auf Seite unserer Partner sind dann solche ERP-Systeme, Lagerverwaltungssysteme teilweise halt ein Fremdwort. Und ich habe mir Gedanken gemacht, oder wir haben uns viel Gedanken gemacht, wie kriegen wir diese ganzen Sachen in den Griff, und habe das eigentlich mal als ein Beispiel hier rausgesucht. Also wir glauben, wir reden irgendwie mit einer API und erwarten da irgendwie ein IT-System, wird ja hier viel mit Microservices und so weiter, dann schieben wir unsere Daten hin, was wir haben wollen. Aber was eigentlich passiert ist, auf Seite des Lieferanten, die drucken das aus. Okay, ist erstmal nicht unser Problem, aber wenn die das ausdrucken, geht das zu Menschen und wir erwarten ja eine Rückmeldung. Das ist das generelle Problem. Menschen machen mehr Fehler als Maschinen. Das führt zu falschen Daten und falschen Daten verursacht Probleme bei uns. Weitere Herausforderungen, die man so hat, wenn man irgendwie digitaler werden will, und digitaler meine ich mehr Code, mehr Daten, mehr Automatisierung und vor allen Dingen mit den Daten was machen. Wer gestern zu dem Talk war von Rewe Digital, von Real Digital, Entschuldigung, haben gesagt, wir können irgendwie nur BI und coole Machine Learning machen, wenn wir die gute Quantenqualität haben. Deshalb ist das Thema so wichtig, wie kriegen wir die Datenqualität und was steht uns da im Weg? Irgendwie, unsere Entwickler machen auch Fehler.
Wir haben falsche Anforderungen. Requirements Engineering war auch ein Teil dieser Konferenz und auch der Appell, wir müssen uns weiter um dieses Thema Gedanken machen. Und dann passt irgendwie unser, ich habe geschrieben, falscher Code, aber eigentlich der Code passt nicht zu unseren Daten. Auch wir arbeiten agil. Ich weiß nicht, wer von euch Spezifikationen hat, wer die ganze Spezifikation liest. Ich war mal beim Projekt beim großen rosafarbenen Konzern und da habe ich auch gegen eine API programmiert und auf Seite 129 der API-Dokumentation steht, dass das Euro-Zeichen nicht als UDF-8-Zeichen zu kodieren ist, sondern als irgendein anderes Sonderzeichen, was sich da SAP ausgedacht hat. Soweit hatte ich nicht gelesen, weil so viel Zeit war gar nicht in der Sprint-Vorbereitung. Und dann passieren Fehler und Verzögerungen. Außerdem, ab und zu, wenn man im Mittelständler ist, hat das Management kurze Ideen und Geschäfte und dann wird das mal gemacht, obwohl die API das nicht kann. Und natürlich, wo wir alle darauf angewiesen sind, viele Experimente oder einige Experimente zu starten, die schnell hinzustellen, gucken, funktioniert das intern von den Prozessen, funktioniert das für unsere Kunden, bevor ich halt 3 Monate ein Feature entwickle, was der Kunde überhaupt gar nicht haben will und darauf bin ich eigentlich angewiesen. Aber da komme ich halt dazu, dass ich nicht vollständig die APIs implementiere und wie gehe ich denn damit um? Meine Lösung ist, throw more exceptions, also werft mehr Fehlermeldungen. Alles, wo ihr euch sicher seid, die Daten können wir nicht verarbeiten, die kommen rein, sagt, Moment mal, die Daten kenne ich nicht, ich weiß jetzt nicht, was ich so machen soll. Ich werfe einen Fehler. Das sehe ich viel zu viel oder viel zu oft, dass die Entwickler nicht genug Mut haben. Die testen immer nur den Fall, wofür die Schnittstelle gedacht ist. Aber Fehlermeldungen hinzuschreiben, dass die Daten kenne ich nicht, das möchte ich nicht, dafür brauchen wir als Entwickler mehr Mut. Klingt erstmal logisch. Auch der Kollege von KW Commerce hat gesagt, wir bauen da eine Queue und dann machen wir Schema-Validation, Schema.org-Validation, ob die Daten so passen, dann haben wir auch keine fehlerhaften Daten. Aber dann stellt sich die Frage, was ist dann mit der Fehlerbehandlung, wenn doch fehlerhafte Daten reinkommen? In der IT kennt jeder Kibana, haben vielleicht einige von euch oder viele im Einsatz. Da laufen alle meine Fehlerlogs rein. Das hat verschiedene Vorteile, ist bei uns in der IT. Wir können uns um die Fehlerlogs kümmern. Wir haben Standardprozesse, wir monitoren das. Desktop weiß, was Bescheid zu tun ist. Die weiß, wie sie an andere Teams Tickets schreibt. Und hoffentlich wird das gefixt. Der Nachteil ist aber, wenn da jetzt Fehlerlogs auftragen von falschen Daten, dann kommen die bei uns in der Fachabteilung nicht an. Und wenn da ein Fehler ist, die Order kann irgendwie nicht zur Logistik schneller exportiert werden, dann weiß ich nicht, ist das jetzt eine Order für 9,95 Euro? Muss ich mich drum kümmern in 24, 48 Stunden? Aber ist es eine B2B-Bestellung von 50.000 Euro mit festgesetztem Lieferdatum? Dann will ich mich da eigentlich innerhalb der nächsten 30 Minuten drum kümmern, weil die in der Logistik schon warten, dass sie die Auftragsdaten in ihrem System haben und die Mannschaft schon bereit steht, den LKW zu packen. Das heißt, die kritischen Informationen, die aus Business-Seite an den Daten stehen, stehen irgendwie nicht in meinen Logs drin. Und die Fachabteilung wird eigentlich entmündigt, dass sie mal sich um ihre Daten kümmern, sondern die landen irgendwie nur bei der IT und die IT sagt dann, ja, unser System läuft nicht rund, aber es ist irgendwie an euren Daten, an unserem Code und eigentlich diese Zusammenarbeit funktioniert da noch nicht so. Da war die Idee, was ist, wenn wir unseren Fachabteilungen einfach die Fehler geben und die sollen sich um ihre Daten kümmern? Ja, setzt jemand, der froh ist, irgendwie mit Word und Excel umzugehen, mal an Kibana und sagt, such dir deine Datenfehler raus. Keine gute Idee. Also muss eine andere Lösung her. Und dann, wir haben den Vorteil bei uns, wir entwickeln das ERP-System in-house. Wir benutzen dazu Odoo. Das ist ein Open-Source-System, ist in Python und Postgres entwickelt.
Ich habe ein Team sitzen, das entwickelt das stetig weiter, passt das an unsere Business-Prozesse an. Und wir haben auch schon sowas wie eine asynchrone Queue, wo wir möglichst viele der Jobs und die Dinge, die wir automatisiert haben, da reinschieben. Und das Erste, was wir machen können, ist diese Queue in verschiedenen Channels zu unterteilen. Und wir haben da einen Channel, der eine ist FIBO, also alles, was Finanzbuchhaltung und Kommunikation ist, mit Banken, mit PayPal oder dann Logistik, mit unserer Dienstleister oder den Channel, der vorne rum mit den Magento-Jobs redet. Und so kriege ich schon mal eine Übersicht, was läuft da im Hintergrund ab und wer redet mit dem ERP oder das ERP redet mit welchem Umsystem und kriegt da die Verbindung zwischen der Funktion und der Abteilung. Und wenn ich die Funktion kenne, kann ich auch den Fehler zuordnen, der dann geworfen wird. Ich habe da mal einen Screenshot mitgebracht, wie das bei uns aussieht. In dem Fall sehe ich halt oben die Jobbeschreibung, habe dann eine technische Beschreibung, was passiert da, weiß, wann das ausgeführt wurde, wann es angelegt wurde, wann es ausgeführt wurde, wann der Fehler geworfen wurde, habe im unteren Bereich normal meine Exception Message und wir begeben den User sozusagen einen Hinweis, wie er das Problem lösen kann. Hier in der untersten Zeile, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, PP, not found. Sehr schön, hat ein Mitarbeiter in der Logistik mal das Klebeband inventorisiert, was uns jetzt im Shop-Frontend und im ERP erstmal nicht so viel interessiert, wie viel Klebeband wir noch auf Lager haben. Das managen die nämlich selber und aus Versehen das Produkt markiert, bitte synchronisieren. Dieser Job ist aber ganz wichtig, weil wir gleichen einmal mit dem Lager ab, was der Stand in unserem Lager ist. Einmal das, was das ERP berechnet hat und was das IT-System im Lager sagt. Was ist der Stand, den wir vor Ort haben? Und das ist businesskritisch, weil was zu verkaufen, was wir nicht auf Lager haben, ist für den Kunden doof. Und was auf Lager zu haben, was wir nicht verkaufen, ist für unseren Umsatz doof. Und jetzt hat der Mitarbeiter zwei Möglichkeiten. Entweder kann er sagen, okay, ich ignoriere den Fehler und setze den Fehler auf erledigt. Oder er kann sagen, neu einreihen, lieber versuch's nochmal. Dann gibt es aber noch einen dritten Button, der heißt Related. Und wenn der Mitarbeiter da draufklickt, sieht er den Datensatz, den das ERP versucht zu importieren. Wir schreiben alle Datensätze, die wir importieren, in JSON-Format um. JSON hat den Vorteil, super einfach maschinenlesbar, aber auch für Menschen. Und da oben gibt es einen Bearbeiten-Button und gegebenenfalls kann der Mitarbeiter gleich im ERP die Daten manipulieren, wenn es offensichtlich ist, was der Fehler ist, um die Daten zu korrigieren und dann zurückzugehen und den Job neu zu starten. Und das Problem hat sich erledigt und wir haben keine IT-Ressourcen dazu verwendet. Insgesamt, was hat das für Vorteile? Es schafft Transparenz, auch für die Fachabteilungen. Sie sind verantwortlich für eure Daten. Man kann schnell Probleme manuell lösen. Und für technische Fehler kann die Fachabteilung wie bei anderen Problemen das weiter an die IT eskalieren. Was ist der Nachteil? Manchmal sind die Fehlermeldungen schwierig zu lesen, vor allen Dingen, wenn es neue Fehlermeldungen sind, man deployt und dann gibt es ein Problem. Und manchmal brauchen Sie auch Support bei Manipulieren, wenn die Daten jetzt, die importiert werden, passen. Okay, kann man das selber machen. Manchmal sind es halt Inkonsistenten, die sich woanders im System verstecken. Dann muss man wieder auf die IT und auf sein Tech-Team zugehen. Insgesamt haben wir das bei uns bei drei Abteilungen etabliert, bei Operations, bei Finance und bei Category Management. Und aus meiner Erfahrung mit Category Management und mit Finance funktioniert das sehr gut, weil die den operativen Druck haben. Bei Category Management, da geht es um Produktdatenpflege und so weiter, sind noch nicht die Erfolge, wie ich mir das wünschen würde. Und da arbeiten wir noch an anderen Ideen. Für mich, ich bin jetzt relativ schnell durch, ist bei diesem Talk
hoffe ich, dass ihr zwei Dinge mitgenommen habt. Einmal dieses ganze Thema Datenverarbeitung und wie gehe ich mit Fehlern in meinen Daten um. Macht euch da Gedanken, denn wir können zwar digitalisieren, alle Daten verarbeiten, die aus automatischen Quellen kommen, aber es sind immer auch Daten, viele zu verarbeiten, die von Menschen kommen. Und das Zweite ist, was ich auch gerne mehr hier sehen würde, ist das Thema ERP, Warehouse, Management und diese Backend-Systeme. Wir verbauen da irgendwelche APIs und sagen, wir machen da Microservices oder About You baut ein Cloud-Produkt, damit wir vernünftige APIs zu diesen ganzen Legacy-Systemen haben. Es gibt da auch andere Produkte oder andere Initiativen oder auch viel Inhouse-Entwicklung, die da helfen, diese Daten und diese Prozesse zu verarbeiten, die wir dann nutzen können, um coole Features in unsere Shops und in unsere Verkaufsplattform einzubauen. Und dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Jahr.